Kepasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge. Was hältst du davon, Coach? Dann schauen wir mal, was er davon hält. Ja, mein, da müsst ihr mal drüber gucken, hier, was der Coach davon hält. Ja, sag mal, ja, weißt du, Emil ist am Start. Was ist das eigentlich immer für eine Überraschung? Immer wenn wir anfangen, kommt irgendeine andere Stimme. Ich muss immer so spontan freestylen. Was ist das für ein Druck, den ich habe? Ich weiß nicht. Du musst ja nicht mitmachen. Du kannst doch einfach auf dich wirken. Ich kann keinen bayerischen Dialekt, sonst würde ich mitmachen. Aber war das bayerisch? Das war bayerisch. Ja, ich glaube schon. Okay, ich heiße euch trotzdem herzlich willkommen zu dem Format Was hältst du davon, Coach? In diesem zeige ich Mike Shortform-Content und bereite immer schöne Themen vor. Oft schickt ihr mir diese auch auf Instagram. Diesmal habe ich wieder selber was gefunden. Auf TikTok. Einen jungen Mann. Ich will nicht zu viel verraten. Nimm bitte den Laptop, dreh ihn um. Schau dir diesmal bitte mehrere Videos an. Es geht hier um eine Transformation, kann man so sagen. Oder eine, ja, ein 10-Wochen-Programm der Sonderklasse. Es ist das. Also mehrere Videos darfst du dir gleich anschauen. Das erste findest du schon direkt aufgeklappt. Einmal anmachen, bitte. 150 Milligramm to test for 10 weeks and see what it does to my body. Wie viel? 250? 150 habe ich verstanden, oder? Ich weiß es nicht genau. Guck mal weiter. This is what I'm looking like with no pump. I'm 6 feet, 162 pounds and my goal by the end of this is 175 pounds. So I'm going to post weekly update videos to show you guys what I'm looking like, tell you how I'm feeling, and if there's any side effects that I notice. This is the workout routine that I'm going to be doing for my 10-week goal. I got it from Sebum. It's a standard push-pull legs. This is the meat. I got it from Sebum. Du bist ein Typ, ey. And I'm going to be sticking to it while I'm on cycle. It's around 4,000 calories. So with all that combined, by the end of it, I should be looking like this. So make sure to follow for weekly updates. I'm going to take 150 milligrams of test for 10 weeks and see what... 150. Okay, das war das erste Video. Wie gesagt, es ist jetzt eine Reihe und ich öffne dir mal direkt das nächste, weil wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. It's been one week since I started taking 150 milligrams of test. This is what I'm looking like now. I'm around 163. Not really much of a difference, but I wasn't expecting to see one after only a week. I looked into it a bit more and I have decided to up my dosage to 200, which is still a pretty small dose. I haven't noticed any side effects other than a little bit of irritability, which it's really not that bad. I'm expecting to start really noticing my gains around like the 3 or 4 week mark. That's what I've read online and what people have told me who are on it. So make sure to follow for weekly updates. Okay, vielleicht kann man ganz kurz einmal jetzt drüber reden, für die Leute, die auch kein Englisch verstehen. Ja. Was macht dieser Junge? Dieser junge Mann macht ein 6-Wochen-Experiment. 10 Wochen, oder? Ich habe 6 verstanden. Okay, das kann auch sein. Wir checken es gleich nochmal. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Und nimmt in dieser Zeit, erst hat er sich 150 Milligramm Testosteron vorgenommen. Mhm. Seine erste Maßnahme war genauso jugendlich dämlich wie das Experiment selbst, nämlich nach einer Woche die Dosis zu erhöhen. Weil nach einer Woche passiert gar nichts. Ja, das wollte ich gerade fragen. Man sagt nichts. 3 Wochen, oder? Ja. Ab dann ist die erste Wirkung spürbar. Mhm. Okay. Wir haben momentan gerade mit diesen Dosierungen sehr schöne Referenzwerte durch das THT-Coaching, weil da haben wir 125 bis 150 Milligramm. Und man kann geradezu, also es gibt nicht wenige Leute, die sagen, nach den ersten 2 Injektionen, sie spüren eine Verbesserung ihres Bewusstseins. Aber das sind auch die, die sehr, sehr krassen Mangel haben. Mhm. Die meinen, es geht ihnen besser. Wie viel davon psychosomatisch ist, wie viel vielleicht schon so ein bisschen der Anstieg ist, sei dahingestellt. Aber Fakt ist, das volle Wirkungspotenzial hast du nach ungefähr 4 Wochen. Ja. Und so 2 Wochen aufwärts, eher 3, da fängst du es an, wirklich zu spüren. Okay. Die Glykogenspeicher, die sich so ein bisschen erweitern, dass du auch praller wirst, also auch die ersten optischen Effekte, die dürften auch so ungefähr um die Zeit eintreten. Auch bei THT-Dosen? Ja, ich würde das immer ummünzen auf unterschiedliche Menschen. Mhm. Wenn du jetzt einen Erwachsenen hast, der voll gute Testosteronwerte hat, ja, da wird das nicht so krass spürbar sein. Aber er ist hier ein Jugendlicher. Ne? Er hat eigentlich gute Testosteronwerte. Trotzdem glaube ich, dass das Testosteron gerade bei ihm ein starkes Enhancement ausmachen wird. Ja. Bei seinem jungen Körper. Und wenn du jetzt jemanden hast, auch der einen Mangel hat, wird davon auch unfassbar profitieren. Verstehe. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter mit dem
dritten Video. Milligrams of test. Last week on an empty stomach, I weighed in at 163.4. This week, I'm weighing in at 166.2. This is what my physique was looking like the first week. And this is what it's looking like now. So not a crazy difference, but I do notice a little bit. Far since I'm taking such a low dosage, I haven't noticed any back, knee, or shoulder acne. Here's two more videos comparing my physique from the first to the third week. Again, it's not a crazy difference. I do think I gained a good portion of that weight in my legs, which I'm not going to show because nobody cares about that nonsense. Follow to see how this 10-week cycle plays out. 10-week cycle, oder? Jetzt hat er 10. Ja, vielleicht habe ich es vorher falsch verstanden. Ja. Also man hat ein bisschen was an den Armen gesehen. Ja gut, wir lassen uns mal voll und ganz auf das Experiment hier ein. Ne? Genau, schauen wir mal weiter. Genau, bis jetzt passiert nichts. aber jetzt müsste dann beim nächsten Mal eigentlich was passieren. 4 Weeks, da kannst du jetzt drauf gehen. Hier, Week 4, ne? Genau. Jetzt sieht er schon stabil aus hier. Jetzt hat er einen Schnurrbart wie Sebum. Jetzt wird's richtig geil. Der Trainingsplan ist auch in seinen Bart übergegangen. So ist es. 200 milligrams of test. Last week on an empty stomach, I weighed in at 166.2. This week I'm weighing in 2 pounds heavier at 168.2. This is what my physique was looking like week 1 of cycle. And this is what it's looking like now. So still not a crazy difference, but it is. Ja, aber man muss sagen, so minimal mehr Vaskularität macht sich jetzt bemerkbar. Ich würde sagen, der Arm hat ganz wenig mehr Volumen als das letzte Mal. Er wird schon ein bisschen voller. So, jetzt geht's los. Na, jetzt geht's so ein bisschen los mit dieser Muskelglykogeneinlagerung. Es kann aber auch einfach sein, dass das in 4 Wochen Training auch so passiert wäre. Ja, klar. Muss man halt sagen, ne? Deswegen, er hat ja auch, also ich habe das doch so verstanden, dass er für dieses Experiment diesen Trainingsplan sich gezogen hat von Sebum. Das finde ich doof. Ja. Weil du musst eigentlich alles genauso weitermachen wie vorher. Ja, damit du genau siehst, woran das lag. So, ne? Ja. Weil es kann jetzt halt sein, dass er durch den neuen Trainingsplan, wer weiß, wie er vorher trainiert hat. Ja. Vielleicht hat er ja wirklich kompletten Bullshit zusammen trainiert. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt durch diesen Trainingsplan plötzlich bessere Reize hat. Das kann gut deswegen sein. Deswegen der Arm ein bisschen mehr anschwillt. Das weiß man jetzt nicht, ja. Das war schon mal rein studientechnisch. Ergebnis verfälscht. Ja, nicht nice. Gucken weiter. Week 4. And it's my understanding from talking to people who are on it and doing a bit of research about it, that week 4 and beyond is when you really start to notice your gains. I haven't noticed any other pimples other than these three, which is unfortunate, but it's really not a huge deal. Starting now, I'm measuring my biceps, so with no pump, they're 14 inches. Here's two more videos comparing my physique from the first to the fourth week. Again, it's not a crazy difference. Other than my abs, which I've been hitting after almost every workout, and I can definitely notice a bit of a difference in them. These next 6 weeks are the exciting ones, so make sure to follow so you don't miss them. This is my finde ihn irgendwie witzig. So. Gut. Unterhaltsam ist es. Unterhaltsam ist es. Ob es Sinn macht, werden wir vielleicht am Ende des Videos. Ja, wie alt ist er denn eigentlich? Weiß man das? Das ist eine gute Frage. Das müssen wir mal rausfinden. Ja, ein Grünschnabel hier. Weiter geht's. This is week 5 of taking 200 milligrams of tests. So consistently I've been gaining about 2 pounds a week. Last week I was 168.2. This is what my physique was looking like at the beginning of my cycle. Ja. And this is what it's looking like now. I definitely notice a bit of a difference. Der sieht kleiner aus als beim letzten Mal. Hat wahrscheinlich gerade keine Arme trainiert oder so. Ja, das zeigt halt wieder, dass das bisher noch nicht wirklich was ausmacht hier, die ganze Nummer. Shoulders and forearms. The pimples on my chest from last week cleared up. I do notice a little bit on my left shoulder, but my right is completely fine. This week my biceps measured in at about 14.1. Here's two more videos comparing my physique from the first week to the fifth. I definitely notice a bit of a difference in the abs, which I've been hitting after almost every workout. Follow to see how this. Minimal, ja. So in der oberkörperfreien Variante. Ja, ich muss sagen, bisher sind die Effekte natürlich sehr, sehr unspektakulär. Aber da muss man sich auch fragen, was erwartet man von einer Dosis von 150 bis 200? Also 200 ist schon potent. Sie schreiben jetzt Leute drüber, 200 ist the THT-Dosage. Also Leute. Das ist mehr als THT. Ja, du musst natürlich Estergewicht von einem Enantat abziehen. Das heißt, da gehen schon nochmal, keine Ahnung, 50 Milligramm oder so weg ungefähr. Aber wenn du bedenkst, wie viel ein Mensch so zur Verfügung hat pro Woche, lass das mal 50 bis 70 sein, wenn er ein gutes Testosteron hat, dann bist du immer noch bei dem Doppelten. Ja. Du hast schon mehr Potenzial für Muskelaufbau mit dem allen drum und dran. Außerdem hast du einen konstanteren Testosteronspiegel, als ein Netty ihn haben würde. Das heißt, schon eine THT per se, wenn du jetzt nur einfach den gleichen Wert durch exogenes Testosteron ersetzt, hast du schon einen Vorteil. Das ist Fakt. Weil du einfach diesen konstanten Spiegel hast. Ja. Und
ich würde halt nicht darauf bauen, dass die Fortschritte sofort kommen. Aber ich muss halt eine Sache sagen, ich habe sehr, sehr viele Leute, sowohl im THT-Coaching als auch generell im Coaching, die gerade in dieser ersten Zeit mit einer Ausgangslage, wie er sie hat, ja, die waren natürlich ein bisschen älter, aber vom Körperfettanteil, die haben in der Zeit schon deutlich mehr Fortschritte gemacht. Hm. Und woran liegt's? Das ist jetzt keine Genetikfrage, sondern das liegt daran, dass er halt alleine das Ganze ohne Coach macht. Und ich will ihm auch nicht zu nahe treten, aber ich bin mir relativ sicher, der trainiert ziemlich einen Bullshit zusammen. Hm. Also auch mit dem Plan von CBAM, weil wer sagt, dass der Plan von CBAM für ihn geeignet ist. Und außerdem, CBAM hat auch manchmal so sehr seltsame Pläne. Okay. So, wo man einfach merkt, CBAM kann einfach gefühlt machen, was er will. Ja. Und baut auf. Und das Letzte, was ich jemandem empfehlen würde, ist, das auf Biegen und Brechen nachzumachen. Und selbst wenn das irgendwie noch ein guter Plan wäre, ja, dann muss man dazu bedenken, dann muss er ihn ja immer noch klug ausführen können. Ja, ja, das die Technik heißt, muss stimmen, ne? Genau, er muss die Technik. Die da Winkel, das alles, ja. Steht und fällt alles damit. Mhm. Wie er sich ernährt, wissen wir auch nicht. Mhm. So, das heißt, hat er nicht etwas gezeigt am Anfang, einen Ernährungsplan? Nee, nur einen Trainingsplan. Bist du sicher? Erinnern. Wir können noch gleich nachschauen. Wir müssen meine noch mal nachschauen. Ich meine, da war auch ein Ernährungsplan mit drin. Also für mich persönlich, was, also du kannst auch nichts erwarten, wenn du Mist machst. Mhm. Ja? Hätte man den auf einen anständigen Ernährungsplan besetzt, vielleicht schon 6-8 Wochen vorher, Trainingsplan genauso, und dann das rein, dann könnte man mehr erwarten. Okay. Gucken wir mal weiter hier. Ja. Das Video war jetzt fertig, ne? So. Der nächste Teil. Six. Dazwischen ist auch ein Bloodtest, glaube ich, irgendwas. Das, vielleicht können wir uns das auch mal angucken. Ist der dazwischen, ja? Irgendwas ist dazwischen, ja, da steht Bloodtest. Guck mal. Ach, stimmt. So before starting my 200 milligrams of test for 10 weeks experiment, I did get a blood test. My levels are 423, which is in between the normal range. Now that I've been on it for a couple weeks, I do plan on getting another one soon. So before starting my 200 milligrams... Was ist das für ein Scheiß? Okay. Erstens hat er das freie Testosteron bestimmt. Auch okay. Wir bräuchten aber das Gesamt- und das Freie. Und nur ein Wert. Also man sieht jetzt, dass er vorher in Referenz war. Ein Indiz dafür, dass er vielleicht nicht krass am Explodieren ist, weil er hatte halt schon gute Testosteronwerte. Ja. Trotzdem ist das Exogene stärker und mehr. So, es geht weiter. This is week 6 of taking 200 milligrams of test. So I gained 1.4 pounds this week. Last week I was 170.4. This is how my physique looked at the beginning of my cycle. And this is how it's looking now. The biggest difference I've noticed is definitely my shoulders. This week, my biceps are weighing in at 14.3. I've always been pretty lean and vascular, but I have noticed throughout my cycle the testosterone helping with fat shredding and vascularity. Here's two more. Ich würde schon sagen, dass er jetzt minimal voller aussieht. Hm. Also er ist ein bisschen voller ist er geworden. Also man merkt, dass diese Glykogenspeicherung so ein bisschen besser funktioniert, dass er so ein bisschen voller ist. Das sieht man schon. Ja. Würde ich ihm zugestehen. Okay. Er hat ja auch ein bisschen was zugenommen. Ich meine, wenn man das so anguckt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo er gestartet hat, aber er hat bis jetzt jede Woche fast 2 Pfund zugenommen. Mhm. Das spricht ja auch dafür, dass sich einfach mehr Glykogen einlagert in die Muskulatur, mehr Wasser. Ja. Das ist erstmal alles okay. Mhm. I was comparing my physique from week 1 to week 6. I have noticed a little bit of irritability. I experienced most of my irritability before I need to take my testosterone shot, when my testosterone's at its lowest. Follow to keep up. This is week 6 of taking 200 milligrams of test. So I gained 1 point. Okay, was ist jetzt, wie lange geht das noch so? Wir sind fast, wir haben es fast geschafft. Okay. Lange geht's nicht mehr. Week 7, yeah. I've been on 200 mils of testosterone now for 7 weeks. So last week I was 171.8, so I've gained 2.4 pounds this week, which is pretty fucking sick. This is what my physique was looking like at the very beginning of my cycle. Okay. And this is how it's looking now. The biggest difference I've noticed is definitely the abs, which I've been hitting after almost every workout. Das ist doch Quatsch. Ich hab in sieben Wochen Testosteron krasse Abs aufgebaut. Erzähl doch keinen Scheiß, Alter. Oh Mann, ey. Okay, na gut. Ich finde aber, muss sagen, an den Armen sieht man minimale Fortschritte, wenn er die so flext. Sowohl beim Bizeps in der Vorderseite auch, als auch in der Seitenansicht. Insgesamt ist er ein bisschen voller. Mhm. So langsam kann man schon sagen, dass man sieht, dass da was passiert. Ja. Hat er jetzt auch einen Pickel im Face oder hatte der das schon vorher? Was ist das denn hier? Biceps measured in at 14.4. For reference, Alex Eubanks' biceps are 16 inches. Here's two more videos comparing my physique from week 1 to week 7. I've been pretty good acne-wise, but I have noticed that I get sort of easily irritated sometimes. But I do have self-control, so I don't really freak out and shit. If you...
würde schon sagen, kleine Unterschiede machen sich hier bemerkbar. Ne? Das Gewicht platziert sich hier schon langsam, aber sicher an der richtigen Seite. Das sieht man. Er ist ein bisschen voller. Wenn man das jetzt hier vergleicht, ist natürlich doof. Ist ja nicht der gleiche Arm. Also von dem her, der Bizepskopf sieht einfach anders aus als der hier, sonst könnte man das 1:1 vergleichen. Ein bisschen bräuner ist er auch geworden, ne? Ja, Hautfarbe ist ein bisschen anders. Verfälscht alles, mit MT2 noch gestreckt. Mhm. Brust ist auch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Es passiert schon was. Okay. Der Gewichtsunterschied spricht ja auch für sich. Das muss ja irgendwo hin, das Gewicht. Vor allem, er sagt ja, das Gewicht wäre an seinen Beinen, aber er zeigt sie gar nicht. Mhm. Follow and like this video, I'm gonna put a fucking curse on you and you'll never see any more gains in the gym. I've been on 200 mils of testosterone now for 7 weeks. So last week? Okay, wir sind am Ende, glaube ich, oder? 8 bis 10 gibt's auch noch. Before I started my 10-week 200 milligram testosterone cycle, this is how my physique was looking. And by week 10, this is how I looked. I actually gained a pretty substantial... Jetzt muss man sagen, er wirkt auch ein bisschen voller, auch im Gesicht plötzlich. Mhm. Also langsam sieht man das. Und der Arm ist auch gar nicht mehr so trocken wie vorher. Also jetzt sieht man, er wird voller. Also auch, dass er so ein bisschen Wasser zieht. How did you feel mentally? More aggressive? Ja klar, ist komplett ausgerastet, hat alles kurz und klein geschlagen. Random. So aus dem Nichts. Nur weil er Testosteron nimmt. Such a small dosage. Arm ist auch mehr. Also langsam sieht man das schon. In 10 weeks I managed to pack on around 20 pounds. I went from being 162 pounds to 180. I also ended up benching 225, which I honestly probably should have been able to do before I considered jabbing my ass with a needle. 2 months after cycle, this is what I was looking like. I was about 165. I plan on running a bigger cycle next time where my goal is to get way bigger than this. So stay tuned. Before I... Okay. Stay tuned, also er will es nochmal machen mit einem Bigger Cycle. Das implementiert aber auch so ein bisschen, dass er jetzt einfach off geht, eiskalt, so wie ich das sehe. Ohne PCT, ja. Ohne PCT, einfach mal kurz ein bisschen eine Nadel reingerammt, dann wieder aufhören. Das System wird das schon aushalten. Ist im jungen Alter wahrscheinlich auch möglich, dass der das gut verkraftet, aber es ist eben auch möglich, dass er ab da schon einen gestörten Hormonhaushalt zurückbehält. Ja. Bei seinem nächsten Cycle, wenn er sich noch was Aggressiveres reinknallen möchte, da auch kalt rausgeht, hat er spätestens einen mitbekommen, denke ich. Dann ist der Hormonhaushalt auf jeden Fall ein bisschen im Arsch. Hm. Ja, also man kann sich natürlich als Jugendlicher die Zeit vertreiben, wie man möchte. Aber so das Experiment hat ja niemandem was gebracht. So, das ist rein von dem Layout, wie er es gemacht hat, nicht repräsentativ. Also es ist jetzt nicht so, dass andere Leute das irgendwie für bare Münze nehmen können. Klar, also man muss ja sagen, viele auf TikTok sind halt echt dämlich. Das heißt, du hast halt auch Leute, die sehr leichtgläubig sind, sehr kurzen Content kommunizieren, würde ich jetzt sagen. Konsumieren. Ja. Mhm. Und halt einfach so ein bisschen, das ist ja diese Goldfisch-Mentalität. Ja. Und das sind halt Leute, die springen auf diese Sache mit auf und leider richtet sich dann genau danach auch der Content. Daraus entstehen solche Ideen. Er ist ja nur das Produkt von dem, was er auf TikTok bisher gesehen hat. Mhm. Und das macht es nicht besser. Er ist auch ein sympathischer, so wie er das alles macht, aber das ist halt komplett dämlich. Ja, wenn wir es jetzt aber vergleichen mit so einem Trend-Challenge-Typen, wir haben ja uns einige schon angeguckt auf dem Kanal, ist das noch deutlich vernünftiger? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Aber es ist lange davon entfernt, dass es gut ausgeführt wurde und Sinn macht. Genau, also natürlich, man hätte jetzt sagen können, du, ich gehe auf Testosteron, ich teste das von mir aus ein halbes Jahr, dann mache ich eine PCT, ich hole mir einen professionellen Ernährungsplan, ich mache ein anständiges Blutbild vorher, ich mache zwischendurch ein Blutbild und dann wird der Ernährungsplan und die Updates werden richtig festgehalten, also nicht so mit so dummen Flex-Videos und Bizeps oder so, sondern richtige Update-Bilder mit einem Video vielleicht noch zusätzlich. Weißt du, auch anständig halt einfach so. Das ist ja nutzlos. Hm. Und ich meine, müssen wir aber auch mal von dem Standpunkt aus sehen. Ich weiß nicht, wie er vorher aufgestellt war auf TikTok. Ja? Hm. Wenn man hier sieht, da unten, first year of working out. Natürlich hat er so die ersten Klicks mit dieser Geschichte bekommen. Ne? Muss man aber sagen, hier, da hat er sich mega gefreut, seine 246.000 Klicks, das erste Mal gute Klicks bekommen und so weiter. Ist natürlich geil. Aber wenn man overall sich alle Videos anguckt, da hat er nicht so profitiert von der ganzen Nummer, ne? Mhm. Weil es halt auch, und das ist das Traurige, das ist nicht sexy. Ja. So, das ist jetzt nichts Besonderes. Die Leute knallen sich teilweise Trenn rein und hast du nicht gesehen. Und
er ist dann halt nichts mehr so Besonderes und er hat dann dadurch nur lausige 17,8k Likes insgesamt und auch nur 3194 Follower. Das heißt, das steht in keiner Relation. Jetzt kann man mich natürlich an die Wand schmeißen, ne, oder und sagen, ey, was ist los mit dir? Selbst wenn er 1 Million Follower hätte, ist das mega verwerflich. Ja, das stimmt. Aber du musst dir immer fragen, was ist die Zielsetzung dieses Menschen damit gewesen? Und Fakt ist, er wollte Reichweite. Das wollte er einfach. Ja, das wirkt mehr wie ein TikTok-Projekt anstatt so wirklich eine genau. Bodybuilding-Journey. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, das ist ihm nicht gelungen damit. Mhm. Weil, also sorry, aber... Ja, die Ergebnisse sind so ein bisschen mau. Also wenn es jetzt die Klicks, wenn man nur die Klicks betrachten, natürlich, ja. Ja, körperlich... Ist eine kleine Transformation war da. Ja. Aber dadurch jetzt die Hormonachse versauen, indem man kalt rausgeht, ja. Auch sinnlos. Wir haben knappe 20 Pfund innerhalb von 10 Wochen. Mhm. Das ist nicht wenig. Ja. Und man sieht auch die Unterschiede wirklich. Mhm. Aber was bringt's, wenn er jetzt direkt wieder absetzt? Gar nichts. Ja. Weil so viel wirkliche substanzielle Muskelmasse wird er nicht aufgebaut haben. Dann wird dein Testosteronlevel wahrscheinlich weniger sein als vorher. Möglich. Ja. Also mit Sicherheit sogar. Ja. Erstmal ist das Testosteronlevel weniger als vorher und er wird auch relativ viel von dem Gewicht wieder loswerden, höchstwahrscheinlich. Mhm. Weil das alles, was sich jetzt einfach ein bisschen mehr in den Glykogenspeichern eingelagert hat, das wird wieder rausgehen und dann ist das erstmal wieder so ein paar Kilo weniger einfach. Ja. Wenn er das Pech hat, dass das Testosteron wirklich in den Keller knallt, was sein könnte, wird er auch viel mit Antriebslosigkeit zu kämpfen haben. Was dann dazu führt, dass diese Leute meist auch in dieser Zeit nicht mehr wirklich trainieren gehen, sondern erst wieder, wenn sie sich das nächste Mal was ballern. Und dann ist er bis zum nächsten Mal halt noch mehr Lauch als vorher wahrscheinlich sogar und fängt dann wieder von vorne an. Okay. Ja, ich fand es trotzdem interessant, deine Meinung zu diesem jungen Mann zu hören. Ich denke, das hat die Zuschauer jetzt auch interessiert. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann gibt keinen Daumen runter, sondern schreibt mir bei Instagram, was ich dem Mike das nächste Mal zeigen kann. Safe. Ich gehe nämlich oft auf eure Wünsche auch ein. Und ja, danke dir auf jeden Fall für die Reaction, Mike. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne jetzt ein Abo dalassen. Und die letzten Worte gehören wie immer, Mike. Ja, war auf jeden Fall trotzdem irgendwo interessant, das anzuschauen. Es war so ein bisschen Spannung dabei. Passiert ist was, passiert nichts. Trotzdem ein trauriges Abbild von dem, was momentan halt einfach gemacht wird. Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob du große Biohacker wie einen Virgil Steve zum Beispiel bei sowas beobachtest, wie er Sachen an sich selbst testet, der auch so einen 8-Wochen-Versuch 5-Amino-1-MQ gemacht zum Beispiel, um zu gucken, wie viel Körperfett nimmt man wirklich ab und so weiter. Das ist aber etwas, das läuft dann einfach viel geregelter und mit mehr Wissen ab bei der ganzen Geschichte. Und da kann man auch wirklich was mitnehmen, weil man die Facts noch bekommt. Man bekommt sehr, sehr viel zu der Biochemie noch dazu. Und man ist einfach so voll drinne, man weiß, man kann daraus was mitnehmen. Das hier ist einfach wirklich so jugendlicher Leichtsinn, gepaart mit bitte gebt mir Aufmerksamkeit und am Ende leider auch nicht aufgegangen. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man das überhaupt wiederholen möchte. Also würde ich an seiner Stelle wirklich sagen, was soll denn der Quatsch? Und trotzdem alles Liebe, hoffe viel Gesundheit, hoffe er kommt zur Vernunft, ne? Und findet einen anderen Sinn im Leben, vielleicht eine Freundin oder irgendein anderes Hobby. Gibt ja noch viel anderes, was man so machen kann. Trembolo. Zum Beispiel. Nein, Spaß. Und mal schauen, wie sich der junge Mann entwickelt, ob wir den nochmal sehen werden oder nicht. Wenn ihr diesen Content cool findet, dann einfach gerne abonnieren. Dann, wenn die Abos hochgehen, dann haben wir das Signal, dass wir weiter damit machen sollen. Heißt also, der Daily Content, den wir gerade machen, der ja bei den meisten gut anzukommen scheint, der wird weitergemacht, sofern der Support von euch bestehen bleibt. Heißt, kommentiert fleißig dieses Video, selbst wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben wollt, schreibt irgendwas dazu, schreibt Que Pasa von mir aus oder schreibt 10 Weeks on Testo, nice, so ein Scheiß. Und ansonsten gerne den Kanal definitiv abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, denn damit setzt du das größte Zeichen für deinen Support und es kostet dich keinen Cent. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.